So. Ja, genau, so macht man das. Einfach mal kurz Video unterbrechen, um schöne Bilder zu machen. Also dieser Stein ist wunderschön. Ja, auf der Seite da drüben ist eine Umrandung, die dort lang geht. Hier aber auch. Ne, da sieht man es wieder. Ups. Da. Da geht's lang. Ne, also. Gut. Da sieht man auch so ein bisschen, wie die Umrandung verläuft. Ich muss mal ein bisschen hier, weil die Sonne ist so blöd gerade. Da sieht man auch schön meinen Schatten, wo ich am Stein angelehnt bin. Jedenfalls, da sieht man richtig schön, wie diese verläuft. Und da vorne ungefähr so, dort ist eine Platte. Da ist die ist so festgemacht an so einem Stein. Da steht drauf, dieser Boden hier ist komplett verseucht. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber das kommt mir vor wie eine Aschebahn. Auch der Verlauf, das ist. Ey, ernsthaft, das kommt mir vor wie eine Aschebahn, wo man halt Sport getrieben hat und am Laufen war. Hier, da, könnt ihr gucken. Da geht überall diese Dings lang. Hier in wahrscheinlich auch ganz normal geht das weiter. Aber ich sehe hier nichts. Kann überwuchert sein, kann aber auch vielleicht weggerissen worden sein. Oder sollte vielleicht hier gar keine Umrandung sein, aber wir gehen mal weiter. Weil das ist doch eine Laufbahn. Hier auch, ne, die Umrandung, da geht's weiter. Oh, hier schön, guck mal. Die Spinnenweben, die da so schön glitzern. Da sieht man es richtig schön. Da wieder, das müssen wir tatsächlich mal hier durchs Morgentau schön durchgehen. Hier haben wir wieder, was ich vorhin schon gefilmt habe, diese Hier ist noch eins und da ist noch eins. Drei Stück. Hier die. Das verstehe ich nicht so ganz. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ich kenne das Gelände nicht. Ich habe auch keine Aufnahmen, wie es früher aussah. Alles klar, hier haben wir die Umrandung. Die geht da. Na, hier unten runter. Macht hier einen Knick. Geht dort weiter. Bis da. Okay, dann gucken wir uns hier mal um, was hier alles ist. Rein Interesse halber. Also hier auch wieder dieses. Ja, dieser komische Bodenbelag. Aber was ich immer ganz gerne mache, gerade wenn ich so ein Gebiet hier untersuche, wo ich nicht weiß, was ist das überhaupt, wieso ist das hier, einfach mal genau umgucken und vielleicht auch mal darauf achten, was man findet. Denn auf jeden Fall ist das da vorne im Bereich, der ist definitiv gemacht worden, würde ich sagen, fürs Laufen von Menschen, Tieren oder was der Geier. Das ist auf jeden Fall eine Fläche. Und da sieht man auch mal richtig schön, dass auf der, ich nenne es mal Lauffläche, okay? Dass auf der Lauffläche im Prinzip nichts vernünftig wächst. Ja, es ist nur normaler Müll.
Aber was diese Rondells sind, 1, 2, 3, da hinten 1 macht 4. Das verwirrt mich noch ein bisschen. Da muss ich mal nachgucken, ob ich Informationen finde über das Gelände. Alte Fotos oder irgendwas. Okay. Hier haben wir wieder diese Umrandung, die halt, ne, da diese Kurve macht, denn hier straight rumgeht. Schöner rechter Winkel. Und dann ab nach vorne. Und jetzt gehen wir mal hier einfach mal mit. Die Mitte nehmen wir uns dann später vor. Ich will mir erstmal diesen ganzen, ja, fast schon eigentlich historischen Platz, ne, von 1916 erbaut. Das würde auch passen mit der Annahme, die ich habe, dass hier drunter irgendwo ein Bunker sein könnte. Dass dieses Schild, Belastung, Boden verseucht und alles, vielleicht nicht daher kommt, dass hier mal irgendwas gefördert wurde oder was der Geier, sondern dass das halt wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme ist. Weil, wie gesagt, hier die ganze Seite umrandet. Zack, zack, zack. Hier auch. Dieses riesen Gitterdingsbums. Zaungitterteil da. Von wann das ist, weiß ich nicht. Macht aber eigentlich nur an der einen Stelle keinen Sinn. Wenn, dann müsste das ja nicht nur an der einen Stelle sein, sondern komplette Seite hier machen. Aber wir können ja mal gucken, ob wir hier was sehen, was darauf hindeutet, dass das Teil, es ist relativ fest, noch gut in Schuss, definitiv nicht allzu alt und wurde schon nachgebessert. Da sind also schon neue Sachen dran. Also warum das da ist, ist eine gute Frage. So, was haben wir hier denn? Anschluss. Anschluss. Interessant auf jeden Fall. Erstens, für was und wieso? Anschluss. So, gehen wir weiter. Wie gesagt, Umrandung geht weiter. Vernünftig. Sieht gut aus. Verwirrt mich ein bisschen. Ja, die Bahn. Ja. Also wenn das eine vernünftige Bahn früher war, zum Sporttreiben und allem drum und dran, dann ich kann mir das schon ausmalen, ehrlich. Also wenn ich mir vorstelle, hier, da geht der Zaun einmal komplett lang, dahinter kleinere Pflanzen, alles schön sauber aufgeräumt. In der Mitte war bestimmt dann ein reines Rasenfeld für Rasenaktivitäten, wie gerade damals war ja Turnen sehr groß, für Turnübungen, für Fußballspiele, vielleicht auch für Familienfeiern von dem Verein. Ne, oh, ich sehe schon eine mir sehr bekannte Pflanze, glaube ich, oder? Ist sie das oder ist sie das nicht? Keine Ahnung, mal gucken. Kurz gucken. Nee, ist sie nicht. Dann würden sich die Finger verfärben. So, aber sieht gut aus. Davon ab. So. Ja, na klar. Aber sowas von, ja, na klar. Flutlichter für einen Sportplatz. Flutlichter für einen Sportplatz. Denn wissen wir ja, dass das hier wirklich ein vernünftiger Sportplatz war, weil ich meine, wir sind alle aufs Mittelfeld gerichtet. So, gehen trotzdem mal hier ganz in Ruhe weiter. Hier haben wir die nächste Ecke, ähnlich aufgebaut wie da. Auch wieder, ne, hier ein rechter Winkel runter. Und da geht es wieder in den Bogen rein. Aber das ist
Ja, ich depp, ich hätte mal eher gucken sollen. Aber ich gucke die ganze Zeit eher nach unten. Bin ich ehrlich, ich gucke lieber nach unten. Und ja, sind ein paar Meter. Stromkasten, 2 Stück. Gut, hier wie üblich unsere Umrandung. Wir gehen trotzdem aber erstmal ganz normal weiter den ganzen Platz ab. Weil macht keinen Sinn, wenn man zwischendurch einfach abbricht und dann woanders hinrennt. Und dann aber ja im Prinzip blöd dasteht, weil man sagt, ja toll, bis wohin war ich jetzt gekommen? Ne, also dann lieber vernünftig alles abgehen. Hier ist es wunderschön, mal ernsthaft. Wenn man bedenkt, dass man eigentlich mitten in der Stadt ist, ist das hier richtig, richtig schön. Wow! Oh, Fasan. Eieiei. Der hat mich überrascht, der Kollege. So, guck mal hier mal. Und mal so einen Blick werfen, was in diesem Gebüsch hier alles ist. Mauer. Okay, dahinter ist eine Mauer. Das heißt, dahinter grenzt sofort das andere Grundstück an. Ist auch seltsam, ne? Dass hier der ganze Bereich bis da vorne voll schön gewachsen ist. Wahrscheinlich wegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Und hier dann von wegen wieder notdürftig alles wächst. Aber egal. So, nochmal schauen. Ja, dazwischen sehe ich unsere Landsteine. Da drüben sind sie ein Teil weg. Zufahrt. Alte Bierflasche. Wo bin ich denn hier? Aha. Hier ist ein Okay. Gut, dann war das wahrscheinlich früher die offizielle Zufahrt, bevor es den ganzen Kram gab. Das gab es wahrscheinlich alles gar nicht, sondern man kam von hier rauf, was aber keinen Sinn macht. Nee, das war nicht die offizielle Zugang. Das war Seiten- oder Notaus, weil das macht keinen Sinn. Denn zur alten Zeit waren viele Teile, gab es ja noch gar nicht. Also der ganze Bereich, der hinten gebaut ist, den gab es alles nicht. Da war ein Krankenhaus, denn den alten Wasserturm, vereinzelte alte Gebäude für Ärzte und all so ein Krempel, glaube ich, waren da hinten noch mit bei. Denn der wunderschöne Bunker, der damals da war, unter dem Krankenhaus, der speziell für die Verletzten war, also die Krankenhausinsassen, und dann später auch benutzt worden ist, quasi als Feldlazarett, wenn oben voll war, da hat man so unten eingelagert. Also die Verletzten eingelagert, ne, ist klar. Aber mich interessiert erstmal, also hier ist definitiv, es ist wunderschön, verdammte Scheiße. Ernsthaft. Es ist wunderschön hier. Bisher, sagen wir es mal so. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen hier ins Gemüse. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Da ist wieder unsere Begrenzung in der Kurve. Da drüben sind Steine. So, dann gehen die wahrscheinlich dann auch hier lang. Also rechter Winkel da vorne, dann rüber, dann so und dann wieder hier zur. Genau. Ist das. Vor allem, was man auch alles hört, ne? Die Vögel alle am Zwitschern, am Machen und am Tun. Okay. Dieser Mülleimer ist noch nicht alt. Das ist relativ modernes Gerät.
So. Ah ja, ah, ah. Sieh mal einer, guck. Alter Zaun. Alter Zaun. Gut. Erklärt so einiges. Weil wenn ich hier oben stehe, wenn ich mir vorstelle, 80 bis 100 Jahre zurück. Ich weiß nicht, wo sie haben, aber die müssen ja irgendwo ihre Tribünen gehabt haben, wo man dann ganz entspannt gesessen hat, den Sport zugeschaut hat, wenn es so, sowas gab. Das ist jetzt nur wilde Spekulation. Kann natürlich sein, dass es hier gar keine Tribüne oder irgendwas gab. Dass das halt wirklich nur ein reines für Schulen und Vereine war. Ohne Tribüne, ohne irgendwas. Oh, was ist denn das? Hier ist nochmal eine Tonne, aber die meine ich hier. Sehr breite Steine. Die haben nichts mit den kleinen Randsteinen zu tun, die wir die ganze Zeit haben. Schaut mal. Ne? Die anderen waren, da konnte ich ja so machen. Aber die hier sind spontan, würde ich sagen, Minimum 15 cm. Minimum. Aber gut, hier haben wir wieder unsere Begrenzung. Eins, was ich mir ein bisschen Sorgen mache. Ich habe da eben was gehört. Weiß nicht, ob man es auf Aufnahme hört. Verdächtig lautes Knacken. Und von den Spuren, die man so auf dem Boden sieht, kann man, wenn man hier Pech hat, auf Tiere stoßen, auf die man nicht stoßen wollte eigentlich. Ja. Weil es sind ein paar Stellen bei, die sehen ein bisschen aus wie wenn da Wildschweine gewühlt haben. Und das wäre natürlich verheerend. Außerdem sieht man ab und zu auch Tierpfade, wo ständig was durchwandert. Okay. Ist das Stein? Oder ist das? Nee, ist Holz. Gut. Schön durch die Brennnessel. Nachher darf ich mich erstmal wieder mit Zecken absuchen. Aber egal. Wir sind gleich einmal rum. Dort ist der wunderbare Gedenkstein, der alles zum Anschluss gebracht hat. Aber normalerweise, wenn ich mir das angucke, man hätte da schon eine schöne Tribüne bauen können. Auf der ganzen Seite. So. Watscheln wir hier mal durch. Ja, da, bei manchen Stellen sieht es so aus, als wenn da... Ha! Moment mal. Habe ich vorhin schon im Augenwinkel gesehen. Eine Bank. Mit Müll. Einer großen Weinbergschnecke. So, da ist Bank mit Müll. Das heißt, dieser Platz, weil das ja wieder ein relativ moderner Mülleimer ist, wurde hundertprozentig noch benutzt. Nachdem er kein Sportplatz mehr war. Aber da ist dieses Rondell-Ding. Wir müssen ja, wenn da drüben so viele davon sind, müssen ja auch mehrere sein, oder nicht? Theoretisch. Ich weiß, was das war. Das Rondell-Ding. Das ist das Rondell-Ding. Hier, schaut mal. Dieses ganze Ding, was da drum rum ist, ne? Das hat man doch genommen für Hammerwerfen, Diskusweitwurf oder so. Da hing doch so ein Netz dran. Dann hat man sich dort mittig hingestellt, sich ganz schnell gedreht und das Ding weggeschleudert in die Richtung über die Laufbahn quasi rüber, da nach da.
so, wo denn gemessen worden ist. Aber, Alter, ich hab irgendwas gestochen. Scheiße. Halt, mein Stock. So, jedenfalls, das wird das sein. Aua, hab ich ja wirklich was gestochen. Und hier ist doch, ey, jetzt mal ohne Witz, man sieht doch ganz deutlich, dass hier ein Pfad ist, wo irgendwas dauernd reinrennt. Kann mir auch keiner erzählen. Scheiße, da komme ich nicht durch. Scheiße, so zugewachsen ist. Oh, ey. Ich das gewusst hätte, ich Machete mit eingepackt. Aua. So. Da hat man geworfen. Da irgendwo ist es gelandet. Nachteil, egal was man für Spuren sieht, was mal echt beschissen ist, man sieht halt nicht, ob da irgendein Vieh ist, ne? Da drüben schlägt auf jeden Fall ein Fasanalarm. Man sieht halt nicht, ob hier irgendwo, es ist Frühling, ne? Hier irgendwo ein Wildschweinmutter mit ihren Viechern hockt. Gerade am, glaube ich, Besuch war. Gerade am Chillen ist. Und, ne, und ich dann quasi dummerweise da reinrenne. Und ich muss mich nachher echt nach Zecken absuchen. Ja, das geht gar nicht. Vor allem das Schlimme ist auch, warte mal, ich verstehe es nicht so ganz. Da sieht man schön die Flutlichtanlagen. Dann weiß ich ja, es ist einmal der Platz drumherum. Jetzt ist klar, von 1916, eisernes Kreuz mit Inschrift. Also wenn die hier einen Bunker gebastelt hätten, sagen wir mal, wenn meine Vermutung stimmt und der wirklich auf dieser Seite hier war. Weil ich meine mal ernsthaft, was macht denn das für einen Sinn, dieses Gelände wegen Verseuchung des Bodens abzusperren und alles. Hier ist doch nichts verseucht. Also jetzt nicht offensichtlich, dass ich jetzt sagen würde, oh, alles klar, ich erkenne sofort, da wächst nichts, der Boden ist tot. Ganz im Gegenteil. Dieser Boden hier scheint richtig, richtig nährstoffreicher, toller Erdboden zu sein. Hier wächst ja alles. Ne? Von normalen Gräsern über Wildkräuter, Fleischfressende Pflanzen, Disteln, Brennnesseln, okay. Ja, da drüben ist Alarm. Ist immer ganz gut, wenn die so losschreien, dann weißt du immer, irgendwas ist in der Nähe. Entweder ein Mensch auf der anderen Seite der Straße, also auf der anderen Seite von dem Zaun, der hinten spazieren geht, oder irgendein Tier kreucht darum. Aber was ich nicht habe, ist, ja, ob die hier im Bunker gegraben haben damals, bezweifle ich. Also meine Vermutung war ganz stark, dass der hier ist. Gerade weil halt auch abgesperrt ist. Ne? Weil dass man sagt, okay, der ist hier und da gibt es noch Altlasten und das muss irgendwann entsorgt werden, ist der Stadt aber zu teuer, weil das ist, liegt ja schon länger hier brach. Hier wird ja nichts gemacht. Ne? Gut, also das sieht mir hier nicht danach aus für das, was ich eigentlich halten wollte oder gehalten habe und erhofft habe, ne? Ist klar. Weil ich hätte ja erhofft, dass das, das genau so zutrifft, wie ich es mir ausgemalt habe, aufgrund der Lage, aufgrund der Sachen, was ich so im Netz gefunden habe an Aussagen. Und es gibt auch nur, aua, Dornen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fotos. Von außen gibt es, also ich habe keins gefunden von einem Bunker außen, Eingang irgendwas. Ich habe nur zwei Fotos gesehen, die aus dem Jahr 1945 stammen sollen, im Inneren des Bunkers.
Und daher weiß ich, es ist nicht der Bunker vom Krankenhaus. Wegen der Decke. Der ganze Bunker unterm Krankenhaus sind die Decken rund gewesen. Rund gehalten. Nicht eckig, nicht viereckig mit rechten Winkeln. Das war alles sehr abgerundet. Und eigentlich sah es auch recht schön aus, ne? Weil ich war ja drin. Als wir das Ding freigelegt haben, bin ich ja auf das Gelände drauf marschiert, um mal zu schlinsen. Und habe da auch ein paar Fotos gemacht. Müsst ihr eigentlich auch mal raussuchen. Ja, wie gesagt, nochmal letzter sehnsüchtiger Blick zu diesem wunderschönen Stein. Ja, dann geht meine Suche nach dem verschollenen Führungsbunker definitiv weiter, Freunde. Leider haben wir hier wirklich nur einen uralten Sportplatz, den man einfach verlottern lässt. Schade. Also ich persönlich finde es schade, dass man solche, das meinte ich übrigens mit, dass es mir manchmal aussieht so ein bisschen wie nach Wildschweinen, die hier rumgesuhlt haben mit ihrer Schnauze, um irgendwas zu finden. Oder hier. Ne? Okay, wo war ich? Ja, genau. Ja, dass das hier so ein bisschen verlottert wird, dass das nicht wieder quasi historisch zurückgebaut wird, wie es damals aussah, weil ich stelle mir diesen Platz wirklich schön vor. War bestimmt ein ganz, ganz tolles Gelände. Gerade haben wir meine ernsthaft 1916 gebaut. Wenn man den wieder so herrichten würde, wie er 1916 aussah, ne, dazwischen alles ein bisschen roden, die schönen Bäume stehen lassen, richtig schöne Holzbänke denn da anbringen, dass man da sitzen kann. Ey, da könnte man einen schönen Veranstaltungsort draus machen. Man soll ja nicht die ganze Natur vernichten, aber jetzt haben wir es auch. Denn war, also das muss doch hier ein Zugang gewesen sein. Weil hier sind doch alles, ne? Die Steine, die gehen ja hier rein. Relativ breit gefächert. Ne, also Minimum 1 Meter bis da. So, messen wir mal kurz per Schritt aus. 3 Meter, 4 Meter, hier sind auch noch welche. 4 Meter, 4 Meter breiter Eingangsbereich. Mit Steinen zum Drauffahren. Ja, Mensch, Und hier ist auch irgendwer vor kurzem lang gefahren, ne? Ich meine mal ernsthaft. Da sieht man Fahrspuren, die definitiv von einem Kfz sind. Und die sind frisch. Der Boden ist dunkel, der ist fast schwarz. Ne? Da hat man auf jeden Fall, warum auch immer, sieht man ja so, ne? Freigelegt, um zu gucken. Also wunderschöne Sache hier hinten. Das Tor ist, ja, das ist relativ neu. Klar, aber ne, könnt auch sehen, ne, hier. Da steht halt offen, das Gelände. Ne. Und da ist bei mir, dass ich sage, wenn ein Gelände so offen steht, dann ist das ja quasi eine Einladung, dass man mal gucken kann. So, das war jetzt erstmal der Ausflug auf der Suche nach dem Stein. Dass sich das so entwickelt, so klasse entwickelt, übrigens auch geil, ne? Man geht verbotenerweise auf dem Gelände und hier sind Polizeihunde. nee, aber dass sich das so entwickelt, hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht, alleine mit mir alles anzugucken. Ich weiß, es ist jetzt nicht irgendwie spektakulär ohne Ende, bis auf den Stein, die Flutlichter und die Hammerwurfanlage. Aber ich denke mir, es ist mal was anderes als nur sitzen und quatschen. Und vor allem, es hat halt auch einen historischen und kulturellen Zweck, dieses alles nochmal so zu filmen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen, ich hätte es beinahe wieder gesagt, einen wunderschönen Feiertag.
Ich wollte schon wieder Sonntag sagen, wir haben ja nicht Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag. Feiert, passt aber auf euch auf, ne? Alles in Maßen und gesund und dass ihr auch alle heile wieder nach Hause kommt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!